Tervetuloa Alpeella Behind the Scenes-jaksojen pariin ja Salpahiin. Nyt pitäisi varmaan sanoa niin kuin Mikko Alatalo, että aurinko sattaa, vettä tulloa, kaikkea mahdollista, mutta nyt on oikeasti hyvä laskukeli. Lähdetään ensimmäisenä nauttimaan vähän Salpahista ja sen elämästä. Salbach ist an und für sich erst 1200 von der Außenwelt entdeckt worden, also 1222. Vorher hat es geheißen, hat sich niemand in das dunkle Seitental hineingetraut. Und die ersten Siedler, die hineingekommen sind, haben angefangen auf der Südseite die Wälder zu roden und dort ihre Bauernhöfe und Schweigen zu errichten. Und die waren natürlich als erstes Landwirte. Und dann war auch Salbach ein guter Platz, um Waren von Norden in den Süden zu bringen. Also wir sind der kürzeste Weg von Deutschland nach Italien, wenn man keinen Zoll bezahlen wollte. Und jetzt war auch sehr viel Schmuggel und Samer da herinnen. Also es war immer schon ein natürlicher Fremdenverkehr sozusagen. Das Wichtigste war wahrscheinlich 1898, wie die ersten Ski nach Salbach gekommen sind. Und zwar war das ein Salbacher, der in der Steiermark gearbeitet hat als Jäger und der hatte dort Ski, um dort zu arbeiten. Und er kam mit diesen Ski zurück und die haben den Lehrer von der lokalen Schule, der hat ein Buch gelesen über Skifahren in Norwegen und hat deshalb gewusst, wie wichtig dass dieses Sportmaterial einmal für unseren Ort sein könnte und hat das nachbauen lassen in der Tischlerei. Und wir waren früher eine Schmiede und wir haben die Bindungen dazu gebaut. Und so sind dann die ersten Skifahrer eigentlich dann in den Ort gekommen. Also bis in den 50er Jahren oder bis 47 hat es ja auch noch keinen Lift gegeben. Also 1912 waren 60 Wintersportgäste im Ort. Das war noch nicht so viel, aber es ist dann in den Jahren immer mehr geworden und dann durch den ersten Skilift, der 1947 gebaut worden ist, sind dann auch immer mehr Leute gekommen. Also mittlerweile haben wir 2800 Einwohner, aber 25.000 Gästebetten. Ich bin die vierte Generation in der Unternehmerfamilie hier, also die Hoteldirektorin in vierter Generation. Meine Urgroßmutter hat 1932 eine Pension gebaut und die ist jetzt ein schönes Vier-Stern-Hotel und das führe ich gemeinsam mit meinem Mann und auch noch meinen Eltern, aber die sind halt nur noch nicht mehr im operativen Geschäft tätig. Ohjelma-yhteistyössä mukana.